für die Erschaffung des berühmten, schrulligen Jedi-Meisters Yoda begaben sich die drei leidenschaftlichen Modellbauer und Puppenspieler Jörg Stegmüller, Dirk Rössler und Michael Peter auf die Spuren von Frank Oz und Stuart Freeborn. Dabei steckten sie sich das Ziel, Yoda nicht nur exakt nachzubauen, sondern ihn auch als voll funktionstüchtige Puppe zu konstruieren. Dafür wurde die komplette Mechanik über mehrere Umlenkhebel geführt. So konnte der Kopf bewegt werden, die Augen, der Mund, die linke Hand, und so erwachte die kleine grüne Puppe zum Leben.